Der türkische Sportminister Mehmet Kasapoğlu hat nach der Wahlniederlage im Rennen um die Austragung der EM 2024 gegen Deutschland sein Bedauern ausgedrückt. Dass die UEFA trotz all unserer Stärken die Europameisterschaft nicht an unser Land vergeben hat, ist eine traurige Situation, sagte Kasapoğlu. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Der bei der Abstimmung in Lyon anwesende Kasapoğlu hätte eine Austragung in der Türkei als Win-Win-Situation und hob die hohen Qualitätsstandards des Landes positiv hervor. Abstimmung zur EM 2024 12:4 für Deutschland. Der türkische Verband TFF verlor bei der Abstimmung um die EM-Vergabe deutlich mit 4:12 gegen Konkurrent Deutschland. Der türkische Verbandspräsident Serfet Yardımcı war wie sein deutscher Amtskollege, DFB-Präsident Reinhard Grindel, in dem 20-köpfigen Gremium als Bewerber nicht wahlberechtigt. Die Türkei verpasste es nach 2008, 2012 und 2016 zum vierten Mal, eine Europameisterschaft austragen zu dürfen. Mehr zur Vergabe der EM 2024.